Ich glaube, da leuchtet schon ein rotes Lämpchen. Ja, das ist doch schon viel besser. Leuchtet nur das Blinken, sag ich. Ansonsten ist es entspannt. Läuft die Kamera schon? Weiß nicht, soll ich mal gucken oder willst du mal gucken, ob die Kamera. Läufst du? Antwortet nicht. Ich würde sagen, starten wir einfach mal. Ja, ihr seht, wir sind wieder, oder hier ist wieder eine neue Folge mit Interviews mit YouTubern. Heute bin ich mal nicht draußen, wie ihr sehen könnt. Heute bin ich drin, deswegen ist es auch ein bisschen gedämpft, ein bisschen dunkler. Denn ich bin heute beim Ramon zu Gast. Er hat den Kanal Fancy LP und macht hauptsächlich Let's Plays, wie man an seinem Namen erkennen kann. Und ja, wie ihr sehen könnt, haben wir auch gleich ein bisschen Stimmung mit reingebracht hier, ein paar Kerzen angemacht. Ramon, erzähl doch mal ganz kurz, was machst du denn so für Spiele? Welche Art von Spielen interessieren dich am meisten? Ja, mich interessieren hauptsächlich Spiele mit tiefgründiger Story. Das ist wichtig. Ich mache auch Spiele so just for fun, Multiplayer-Games, ab und zu mal. Aber halt hauptsächlich Spiele mit Story, wie zum Beispiel Mass Effect, Walking Dead, sowas halt, wenig Minecraft. Tiefgründige Story. Da kann man jetzt auch viel falsch interpretieren. Was ist denn so für dich eine tiefgründige Story? Also ganz kurz umrissen. Na, tiefgründige Storys sind, wo man sich in die Figuren wirklich hineinversetzt. Mit denen weint, mit denen lacht. Okay, weinen jetzt vielleicht nicht direkt, aber wo es halt Momente gibt oder Szenen, wo man dann wirklich, ja, einfach mal mitleidet. Wo man wirklich denkt, oh Gott. Wo man sich direkt in die Person reinversetzen kann, einfach. Das wäre jetzt die einfache Version davon. Aber ich hab's mal kurz zusammengefasst. Ja. Und ich habe gesehen, du machst ja so viele verschiedene Arten von Spielen. Also hast angefangen mit Minecraft, habe ich gesehen. Sehr, sehr witzige Sachen, die ich da gesehen habe bei dir. Ja. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen auf seinem Kanal. Und dann machst du auf Call of Duty. Also du machst so alles querbeet, sage ich mal. Du hast jetzt keine spezielle Richtung, oder? Nee, also ich mache grundsätzlich das, worauf ich Bock habe. Wie gesagt, hauptsächlich Spiele mit Stories. Deswegen gibt es bei mir bei Call of Duty Ghosts zum Beispiel auch den Singleplayer. Aber halt auch so eine Sachen wie Minecraft, The Walking Dead, Mass Effect 3 und so weiter und so weiter. Na, weg, 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 weg. Fuck. Na, vor allem versuche ich mir selbst treu zu bleiben und nicht so diesen. Jetzt, es gibt ja mittlerweile bei den Let's Playern auch schon Trends, wo die Leute einfach mitgehen, wie zum Beispiel Facecam. Da kann man dich dann wirklich mitleiden sehen. So. Oder auch mit Weinen, mit Heulen, mit Lachen, was auch immer, was gerade passiert. Also grundsätzlich bin ich mehr so der ruhige Let's Player. Es gibt aber auch wieder, ich habe ein paar Multiplayer-Gameplays von Call of Duty hochgeladen und da kriegen die Gegner dann auch mal die Jacke voll. Verbal. Ja. Ich hab's gemerkt. Fuck. Okay, pass auf, jetzt machen wir's. Jetzt machen wir's. Also nachdem wir jetzt noch keinen gekillt haben, killen wir jetzt einen. Dann haben wir nämlich schon mal 1 zu 1 Million. Zumindest was die Statistik betrifft. Also wer bei mir Skill erwartet, der ist da an einer völlig falschen Adresse. Bei dir geht's um Unterhaltung. Das so sieht's aus. Genau. Wer bei dir auf den Kanal geht, der wird unterhalten. Du machst ja auch, oder du versuchst ja auch immer aktuelle Themen mit einzubringen. Also du hast zum Beispiel das Thema Facebook kauft WhatsApp. Hat dich wahrscheinlich tierisch aufgeregt, weil du wahrscheinlich auch viel auf WhatsApp unterwegs bist, wie ich dich bisher so kennengelernt habe. Also aufgeregt nicht wirklich, das war ein großes Thema. Und ich dachte, ich spreche es mal an, weil es halt so die Menschheit bewegt hat. Mir war das eigentlich völlig Latte, weil wir nutzen alle Facebook, wir nutzen alle Instagram, also nicht alle, viele nutzen Instagram zum Beispiel. Es würde nichts ändern, niemand löscht jetzt WhatsApp, nur weil das zu Facebook gehört, aber alle haben sich halt drüber aufgeregt. Auf jeden Fall war es wieder mal sehr interessant heute, vielen Dank, Ramon. Schaut. Gebe ich dir nachher. Okay. Genau, schaut auf seinem Kanal vorbei, könnt ihn abonnieren auf jeden Fall und natürlich freut euch auf die nächste Folge, die irgendwann demnächst anstehen wird. Ich werde es einfach mal auf die Facebook-Seite schreiben. Und ja, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.